Du lieber Schütze, herzlich willkommen in dieser wunderbaren März-Energie. Ich habe das jetzt ein bisschen anders gemacht und zwar habe ich hier nach Schutzkarten gefragt, also was dich unterstützt jetzt auch und wo einfach so ein bisschen der Schutz drinnen liegt für dich gerade im Moment. Das Thema, was dich im Monat auch begleitet und sonst, was die geistige Welt dazu sagen will und hier die Rückblätter. Hier habe ich dann nach kleinen Impulsen noch gebeten und so ein bisschen den groben Verlauf, was jetzt so im Monat für dich stattfinden wird. Und das finde ich jetzt schon wunderschön und echt, echt großartig. Denn du wirst hier aufgerufen, da ist so ein bisschen der Schutz drinnen, dass du erfährst, dass alles eine göttliche Proportion hat. Also alles eine göttliche Form hat und ein göttliches Gewicht hat, was in eine Einheit kommen will. Und es geht darum, anzunehmen, dich zu spüren und dich in jeder Zelle schwingen zu lassen, um dich als Ganzes, als Einheit zu fühlen. Und zwar im Universum, am richtigen Platz. Das ist die Botschaft, die da durchgekommen ist. Ja? Du gehst jetzt aus einer Dualität, gehst du heraus in die Vollendung, indem du erkennst, dass dein Licht in Ewigkeit und in Einklang mit allen Kräften wirkt und du dich wirklich einstimmen darfst, dass du hier wirklich willkommen hast und deinen Platz hast im Leben. Den kann dir niemand nehmen und du bist genauso vollkommen, wie du bist. Das ist das, was ich dir hier sagen soll. Und dieser Schutz fließt tatsächlich für dich jetzt auch in dieses Leben jetzt wieder. Ich weiß nicht, warum wiederkommt, aber es kommt wieder. Vielleicht hast du das ein Stück weit vergessen oder manchmal ein bisschen verloren gehabt, den Gedanken, oder musstest es dir stärker wieder herholen, und damit das jetzt richtig fließt, ja, das Gleichgewicht jetzt hierher kommt, darf das jetzt wieder Einzug halten in dir, weil da warst du irgendwie ein bisschen wie in einem wunden Winterschlaf. Ja, also irgendwie waren da Wunden drinnen, aber da sind schon auch schon viele Wunder passiert und ich glaube schon, dass du in letzter Zeit drauf gekommen bist oder halt die letzten Phasen, die du so durchgemacht hast, dass du für Wunder bereit bist und das Wunder auch passieren können bei dir. Also hier haben wir verschiedene Phasen schon der Entwicklung, aber wo es wirklich darum geht, Wunden zu heilen, ankommen in dir, deinen Platz einzunehmen, dir zu sagen, dass du wirklich vollkommen bist, in Ordnung bist, und darüber hinaus wird es wieder leicht und die Wunder fließen dir wieder zu. Ja? Also wunderschön. Entdecke deine kosmische Seele, dein Herz ist die Brücke zwischen Himmel und Erde. Ja, und was jetzt auch schalte aus den Verstand, ja, geh wieder in deine Weisheit, lass dich fühlen, ja, komm in dir wirklich selber an. Und das haben wir jetzt hier auch an Themenkarten, She Who Waits, ja, und She Who Radiates. Und hier geht es aber auch ums Wissen und auch um die Ambition jetzt für dich tatsächlich weiterzugehen, in die Handlung zu kommen und eben nicht mehr zu warten, ja, oder beziehungsweise zu wissen, dass alles seinen Raum hat, alles seinen Platz hat. Da brauchen wir nicht warten, so gesehen, sondern da dürfen wir einfach unser Leben gehen, ja, das sind die Botschaften, die da kommen. Und dort, wo du noch gewartet hast, dieses Warten jetzt zu überwinden, indem du sagst, okay, was tue ich mir da eigentlich an, was brauche ich da für mich, und gibst dir jetzt wieder die Ruhe und die Zärtlichkeit, die du brauchst für dich, und nährst dich jetzt wieder mit den Dingen, die wirklich für dich wichtig sind, und da folgst du jetzt deiner Handlung. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, lieber Schütze, du darfst jetzt erst einmal deinen Bogen spannen und wirklich einmal ausgerichtet dich als Ziel sehen, wo willst du hin, und dort dann einfach deine Schritte hinlenken. Im Moment stehst du nämlich hier in einer Prüfung drinnen, jetzt wirklich alten Herzschmerz loszulassen für dich. Ja. Und auch hier haben wir die Weisheit auf der Schattenseite und eben den Herzschmerz auf der Schattenseite und hier die eigene Gedankenkonstrukte. Und du wirst jetzt hier aufgefordert im März, aber nicht auf eine brutale Art und Weise, das bekomme ich nicht, aber es wird so ein bisschen an dir gerüttelt. Es wird so ein bisschen, kommen schon so Weckrufe, weil du brauchst hier noch Zeit. Also es ist jetzt kein so ein rabiater Umbruch oder so, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Aber es wollen so gewisse Ängste, Sorgen, Verlustängste auch, ein bisschen Kummer, irgendwas, was so manchmal an dir nagt, noch aus der Vergangenheit, möchte jetzt raus. Und das darfst du dir hier in Ruhe ansehen, indem du dich für dich entscheidest. Ja? Es geht nicht jetzt darum, dass du viel eintauchst in die alten Geschichte, das ist eben dieses Fallkonstrukt, wo du dann suchen gehst, wo du dann irgendwie, da könntest du dich in deinen eigenen Katakomben ein bisschen verirren, ja, sondern es geht eher darum, dass du Gleichgewicht hineinbringst. Jetzt hast du schon viel gearbeitet und jetzt darfst du einmal wirklich hier diese, wie wenn du deine Hände nimmst, ja, und wirklich Ruhe und Liebe und Fürsorge und Frieden und Vergebung hineinfließen lässt, auch dir selbst gegenüber, den Situationen gegenüber, anderen Personen gegenüber, egal was das war,
ja, dass du dir jetzt einfach die Zeit nimmst, dich wieder auszurichten, nämlich auf die Freude. Ich habe das Gefühl, dein Feuer und deine Freude sind vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen in letzter Zeit. Vielleicht hast du viel gearbeitet, vielleicht hast du viel getan, auch wenn wir energetisch arbeiten, wenn wir Bewusstseinsarbeit machen. Ich sage das bei mir immer wieder in den Mentorings und in der Ausbildung auch, wenn dann Leute zu viel arbeiten, das gibt es auch tatsächlich, ja. Ist es dann auch manchmal zu viel, ja? Oder wenn es gibt Menschen, die gehen da auf eine Aufstellung, dann gehen sie dorthin, dann gehen sie dahin. Und unser System braucht aber auch eine Zeit lang, um die Veränderungen wirklich auch zu integrieren, ne? Weil wir arbeiten im feinstofflichen Bereich und dann darf es ja auch in die Materie herunterkommen. Klar spürt man gleich was, aber es darf sich ja auch richtig manifestieren, dass es dann float für uns und mit uns da unten richtig verbunden ist. Und da habe ich das Gefühl, durch irgendwelche Sachen oder vielleicht waren Begegnungen drinnen oder irgendwas war da, ja, dass da jetzt ein bisschen so deine Power, ja, deine Willenskraft, deine absolute innere Stärke ein bisschen zu kurz gekommen ist, deine Freude, da bin ich jetzt verbunden hier, ja, vielleicht warst du auch in Dreiecksituationen, in, na, Freundschaft, Liebe, irgendwelchen Verbundenheiten mit drinnen, und das geht aber jetzt raus, weil du erkennst, dass es jetzt für dich die Zeit ist, Freude zu bringen und Gleichgewicht zu erfahren, und da ist der Neuanfang drin, also wunderschön, mit dem Narren kriegst du jetzt quasi den Joker in die Hand, hier jetzt etwas, was dir nicht mehr dienlich ist, zu beenden. Können jetzt natürlich auch Mutter-Vater-Kind-Geschichten gewesen sein, ja? In der Kindheit, wo du zwar weißt, das ist da, aber vielleicht noch nicht wirklich für dich begriffen hast, auch wie du das umdrehen kannst, ja? Wie können wir aus schweren Erlebnissen, die wir gehabt haben, wie können wir Freude daraus schöpfen? Wie können wir das schaffen als erwachsene Menschen, dass wir jetzt nicht überall ständig hineingehen und arbeiten oder dass das, was so mitgeschwungen ist, dann einfach wirklich nicht mehr ist, indem wir unseren Kanal stärken in erster Linie, indem wir uns spüren, wahrnehmen, ja? Komm gerne auch zu mir in den Member-Bereich, da gehe ich das mit euch immer durch. Ja, oder in die Ausbildungen natürlich oder sonstiges, aber ich würde jetzt einfach mal zum Memberbereich einladen, weil derzeit bin ich eher ausgebucht, aber da lernst du schon mal meine Arbeit kennen, ja, und da einfach dich wirklich in deiner Stärke zu erfahren, wieder in den Fluss zu kommen und wieder richtig wie eine Blume, wie so ein Blumenduft, ja, den du einatmen kannst, in dir anzukommen, und alleine dadurch, ja, geht schon oft ein alter Schmerz, weil ja dieser alte Schmerz ja genau das Umgedrehte war für uns. Da haben wir uns abgelehnt gefühlt, nicht angenommen, nicht gesehen, nicht gehört, was auch immer. Ja? Und das drehen wir jetzt um, indem wir wirklich den Fokus, und das ist diese Prüfung gerade bei dir, auf unsere Begabungen, auf unsere Stärken, auf alles das, was uns jetzt gut tut im Leben, richten und uns damit füllen. Von innen her und uns erlauben, in die Heilung zu gehen. Und dann wird dieser Schmerz da auch vergehen, die Unruhe enden, weil du Klarheit findest und in die Umsetzung gehst mit deinem wunderschönen Fokus und da wirklich in der Vollendung quasi die Vergebung, die Angst überwindet. Ja, und das haben wir hier gesehen, aber das braucht ein bisschen Zeit. Wenn du das jetzt gerade so aktuell nicht so spürst, ja, wir haben im Kollektiv, haben wir auch, dass das immer wieder hochkommt, sowas jetzt noch, ja, dass man da etwas erkennt. Es muss gar nicht schwer sein, aber es kann sein, dass du vielleicht ein kleines Zippen manchmal im Herzen spürst oder dass dir Gedanken wieder hineinkommen. Kann aber auch sein, dass du momentan wirklich beschäftigt bist und spürst, dass da einfach vieles im Umschwung ist. Ich habe auch bei mir im Umfeld ganz unterschiedliche Situationen, aber ich spüre, da ist gerade einiges am Laufen auch. Also du brauchst Zeit für die Ausrichtung, um jetzt hier wirklich in dir anzukommen. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich was Verbindungen, was Liebe, was aber auch stark Familie betroffen hat. So dieses, was ziehe ich da an, ja, und dass da noch so ein bisschen ein Quirks drinnen war bei dir, das geht aber jetzt raus, ja, weil auch die Mäuschen nagen das hier weg und dann kommt hier die Offenbarung, das heißt, es wird hier alles gut, ja, ein Zustand, der unreif war, ist in den Umbruch drinnen und dann kommt hier die absolute Glückskarte, die Sonne, die hier wieder alles überstrahlt und wieder gut werden lässt bei dir, also alles gut, lass es fließen, geh hier in dich genießen hinein und erkenne, dass du wertvoll und richtig bist, genauso wie du bist und dass du deinen Platz hast im Leben. Den kann dir niemand verwehren. Also du lieber Schütze, bis dann. Papa.